Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Und sag mal, kennt ihr das auch alle, wenn ihr jemanden versucht zu erreichen und ihr seid stundenlang in der Warteschleife? Dazu gibt es natürlich heute auch mal ein Video über Brand Village und die Erreichbarkeit. Ich hatte das Vergnügen, gestern mal wieder bei der Telekom anzurufen und mir geht's dann sicherlich genauso wie vielen von euch. Der Durchschnitt, den man bei der Telekom braucht, und da bitte ich einfach von Telekom-Seite um Verständnis, sind meine Erfahrungen, sind im Schnitt 20 Minuten. Und wenn man dann noch sich falsch entschieden hat, man ruft als Geschäftsinhaber an und landet in der privaten Hotline, dann sind die Leute so nett von der Telekom und sagen, wir sind nicht zuständig, bitte rufen Sie doch den Geschäftskundenservice an. Wie auch immer, der Schnitt meiner Erfahrung nach bei der Telekom mittlerweile 20 Minuten. Es gibt sogar Unternehmen, die kriegen es noch schlimmer hin, nämlich Amazon, kennt ihr auch alle. Ich mag Amazon, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, aber da kann man gleich gar niemand anrufen. Da wird man, wenn man bei Amazon auf der Seite guckt, immer auf die FAQs verwiesen und wenn man dann sich so durchliest, wenn man Glück hat, findet man eine Mailadresse, die man anschreiben kann. Aber anrufen geht gleich gar nicht. Und das ist ja, sind ja nur zwei Beispiele, wo ich der Meinung bin, das ist ein Service, der geht gar nicht. Und deswegen kann man nur mit gutem Beispiel vorangehen. Es gibt viele tolle Dienstleister, wo man immer jemanden erreicht, die haben eine Hotline und so weiter. Die geht auch wirklich dran. So ähnlich ist es bei uns auch. Per Mail sind wir sowieso erreichbar. Das ist nicht die Frage. Anrufen, na klar, wir haben im Impressum eine Telefonnummer, das ist die von unserem Büro in Würzburg, ruft an, da geht immer jemand dran. Das ist einfach so, das haben wir sichergestellt, das muss auch so sein, denn wenn man eine Frage hat, möchte man die ja auch beantwortet wissen und nicht tagelang mit sich rumschleppen und keine Antwort kriegen, sondern das ist der Anspruch, es geht grundsätzlich immer jemand dran. Natürlich haben wir klassische Öffnungszeiten, ich sag mal, 8 bis 18 Uhr, da landet man direkt im Büro. Oder wenn man eben außerhalb der Öffnungszeiten anruft, dann wird über eine Anrufweiterleitung der Anruf weitergeleitet. In der Regel auf mein Handy. Ja, das ist so, einer muss sich ja opfern. Der Hintergrund ist relativ einfach, denn wir verkaufen auch viele Marken nach China. In China haben wir einen Zeitunterschied von je nach Region 6 bis 8 Stunden. Und wenn der Chinese nachmittags um in China, sagen wir mal um 16 Uhr oder um 18 Uhr eine Frage hat und ruft bei uns an, dann ist es eben dementsprechend durch die Zeitverschiebung früher oder später. Oder wenn er eben, das ist bei uns dann nachts um 2 plus 8 Stunden, ist bei ihm um 10. Das heißt, wenn der morgens um 8, 9, 10 sein Telefon in die Hand nimmt und anruft, dann ist bei uns nachts um 2, um 3. Da muss halt einer dran gehen oder mir auf die Mailbox sprechen, dann würde ich sogar zurückrufen. Aber wie auch immer, die Erreichbarkeit bei uns ist sichergestellt. Was auch eine tolle Möglichkeit ist, wir haben bei uns auf der Homepage auf der Startseite ganz oben einen, der Menüpunkt ist falsch, aber ganz oben auf der Seite ein Link, da steht Markengespräch vereinbaren. So, wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt auf meinen persönlichen Kalender. Da könnt ihr ein Gespräch vereinbaren über Markenrecht, Markenschutz, Markenhandel, Ankauf, Verkauf, über Markenbewertung, über Suchaufträge für Marken. Wo finde ich die passende Marke in der Klasse, die ich jetzt gerne hätte, wie auch immer. Also ihr könnt auch ganz offiziell, ganz förmlich einen Termin buchen. Der geht dann eine halbe, bis zu einer halben Stunde. Ja, da könnt ihr alles über Marken fragen. Ich antworte alles, was ich weiß. Und Rechtsberatung gibt es natürlich keine. Aber es gibt viele, viele Erfahrungswerte, die ich oder wir in den letzten 20 Jahren eben in dem Bereich Marke gewinnen konnten. Und das war es dann auch schon für heute mit der Eigenwerbung. Erreichbarkeit, ein super wichtiges Thema. Service, ein Thema Nummer 1. Kundenzufriedenheit ja sowieso. Ich glaube, wir sind da gut aufgestellt. Das soll es für heute gewesen sein. Damit entlasse ich euch ins Wochenende, beziehungsweise ist ja eh schon Samstagabend. Und ja, dann wünsche ich einen schönen Samstagabend und freue mich, wenn ihr bei meinen weiteren nächsten Videos auch wieder mit dabei seid. Also, Servus!